Dass mir jetzt hier unendlich kalt wird, finde ich ja echt ein bisschen lästig. Oder geht das immer nochmal weg? Weil irgendwie ist es ja, toll, das macht besser. So etwas habe ich noch nie gesehen. Noch nicht? Das ist ja schön, ja. Klasse, aber das Snowstorm beginnt zu subside. Das ist ja schön, aber mir ist trotzdem nochmal arschkalt. Was mache ich denn jetzt dagegen? Ich meine, das ist... Das mir, wenn ich hier Exposure-Level Freezing habe, dann ist das ja irgendwie... Das würde natürlich auch erklären, warum meine Ausdauer immer so niedrig ist und warum ich hier nicht richtig kämpfen kann. Wenn ich hier 50% Abzug kriege wegen irgendwie Eis oder so, dann ist das... Alter, das ist ja richtig ekelhaft. Hoffentlich kann ich... mal gucken, ob ich jetzt an irgendeinem Feuer rangehen kann, mich dann daran aufwärmen. Oder ist es, weil diese Krypta irgendwie kalt sein muss? Ich bin direkt hinter euch. Ich meine, das ist Exposure Freezing, das ist absolut lächerlich. One-handed, also. Na gut. 60% minus, oder 60 minus Pickpocket und Lockpicking ist natürlich irgendwie klar, dass man irgendwie ein Eis nicht so gut machen kann, aber trotzdem, ja, minus. Minus 73, was ist denn hier los? Das wird immer mehr! Das ist absolut lächerlich! Wie soll ich damit schon so spielen? Wenn der Mist immer höher wird, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, wir brauchen noch 11 Stück davon. Dann haben wir es. Ist doch schön, wie der komische Schatten nichts anderes zu tun hat, als auf mich zu rennen, während der Hardcore angezaubert wird. Sag mal, was ist damit euch nicht richtig, ihr komischen Viecher? Das ist hier ekelhaft. Hallo? Oh Mann. Hallo zusammen. Ich finde übrigens die Agro-KI von den Geistern total lächerlich. Warum rennen die. Ich bin direkt hinter Warum rennen euch. Die alle auf mich zu? Das macht überhaupt keinen Sinn. Alle wollen sie mich töten. Ekelhaft sowas. Ach ja, ach ja. So. Jetzt nochmal mit den Büchern hier. So ein Campfire müsste mir eigentlich helfen. Wenn ich noch 11 Bücher finde, dann sollte es ja eigentlich laufen, ne? So, warte mal. Lydia? Töten. Ja, und vor allem richtig zaubern, bitte. Oh, der Geist hat mal was anderes rangeaggert, was nicht ich bin. Das ist ja der Wahnsinn. Naja, das ist. Also übrigens mir ist absolut schleierhaft, wie man auf Legendär ohne Begleiter spielen soll. Also das grenzt ja schon an Selbstkasteiung, wenn man das versucht, oder? Ich meine, das würde ja immer darauf hinauslaufen, dass man einen Andauert auf den Kopf kriegt. Ich meine, ich würde hier vielleicht für einen Gegner würde ich vielleicht irgendwann mal es schaffen, den Tod zu kriegen. Also sobald es mehr als einer wird, bin ich so gut wie tot. Dann kann ich nichts mehr machen. Aber ich brauche trotzdem noch 11 Bücher. Krieg die jetzt her. So ein Pferd im Ladescreen ist schon verstörend. Was? Dass mir hier immer kälter wird, finde ich trotzdem lächerlich. Minus 73, das ist ja schön. Aber trotzdem, Jungs, ich brauche mehr verbrannte Bücher. Hilft ja alles nichts. Damit ich mir ein schönes Lagerfeuer machen kann. Ich glaube, ich brauche Runetbuchs, nicht verbrannte, ne? Oder Holz, aber... Achso, ich glaube, es gibt sowieso noch ruinierte Bücher und keine verbrannten. So, jetzt haben wir 14 Stück davon. Das ist ja, nee, Quatsch. 12 müsste ich jetzt haben, also fehlen noch 8. Ich höre hier was. Ach, da! Und der denn her? Natürlich, du komischer Schatten. Ich glaube, der hängt fest. Die Gelegenheit wäre nicht günstig, an dem meinem Blocken-Skill zu werden. Ach so, es gibt einen erfolgreichen Block und es gibt einen nicht ganz so erfolgreichen Block. Das ist ja interessant. Also, warte, Moment, ich mache hier Fast-Healing auf die. Das liegt sowieso auf der 2. Ich sollte wirklich öfter mal Tasten benutzen. Nein, Lydia, jetzt nicht. Nein, Lydia, hinfort. Sonst haust du... Lydia, jetzt geh da weg. Sag mal, Lydia, sonst haust du nie irgendwas. Und jetzt... Was ist der Geist jetzt? Sonst haut Lydia nie irgendwas. Aber kann das sein, dass der Schild wieder... Kann das sein, dass der Schild wieder hochheben muss, wenn ich es einmal zum Blocken benutzt habe? Das würde einiges erklären. Hattest du Lydia nicht mal Feuerholz genommen? Ja, es könnte sein, dass Lydia Feuerholz... hat, aber glaube ich keine 6 Loks. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Nee, das sieht nicht so aus, als hätte Lydia großartig Feuerholz bei. Ich habe ein großes Lederzelt dabei. Geht ihr voran? Für feuchte Regionen, aber leider nichts für Wärme. Ach, noch eine tolle Leiche. Guck mal, ich sehe eine Falle. Was haben die Kaiserlichen hier drin eigentlich gesucht? Eine Falle. Gott, primitive Dinger. So, warte mal. So, jetzt sind wir bei 15 Stück. Na bitte. Langsam geht's voran mit den Büchern.
Oder ist das da vorne durch Zufall ein Schrank getränkt? Der 45 Marksman bringt mir jetzt leider gar nichts. Die Tour hat die auch eine Falle? Ey, Lockpicks und Steel Cuffed Boots. Ne, die bringen mir leider gar nichts. Die möchte ich nicht haben. Lydia, magst du bitte mal kurz meine Bücherchen halten? Bin immer noch da. I need to trade something, genau. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Was, was? Was, Streamqualität kann man nicht einstellen? Da steht noch Report Problem Pop-up im Fullscreen. Wo geht das? Rechtsklick, dann Qualität im Mittel. Was? Das sollte eigentlich nicht gehen. Also es gibt, maximal gibt es Qualitätseinstellungen für einen Livestream für Nicht-Twitch-Partner, auf mobilen Geräten, aber eigentlich nicht. Weil das ist, glaube ich, maximal für mobile Geräte gibt es das. Aber wo sind jetzt eigentlich diese dummen, ruinierten Bücher? Da, 10. Ich hoffe, die 10 hinterher zusammen. Die Dinger. Weil dann wäre das jetzt ein bisschen doof, weil dann bräuchte ich immer noch 10 Stück. Oder 15 von den anderen. Du kannst dich auch durch eine Fackel wärmen oder Flammen zaubern. Ach, ich kann Flammen zaubern, das hilft? Dann machen wir das nochmal kurz. Das soll helfen? Vor allen Dingen gibt es hier keine Fackeln, leider nur Kerzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Kerzen nicht besonders gut wärmen. Das ist, Kerzen sind eher immer so eine Illusion. Ne, immer noch 73 Exposure. Das wird hier nicht besser. Egal, was ich mache. Oh, guck mal, eine Falle. Was könnten die auslösen? Ah ja. Die, wer kennt sie nicht? Die gute alte, selbst wiederverwendbare Dingsbumsfalle hier. Mit den... Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gerade einen Hebel umgelegt und habe... Ach, das sollte wahrscheinlich die Falle deaktivieren. Das war wahrscheinlich der Plan. Jetzt bin ich hier. Ist ja schöner. Ja, Flammen zaubern. Das ist, soll ich das auf mich selbst zaubern? Oder wie soll ich das machen? Im Morrowind ging das noch. Da kommt man selber auf sich Feuer zaubern. Da, na doch, für Exposure 65. Das bringt doch was. Nein, Gegner. Lydia, wo bist du? Ja, Lydia, sag mal, was machst du denn da? Bist du... Sag mal. Was? Ist denn jetzt mit dir nicht richtig, Lydia? Flucht nach hinten oder was? Oha, das bringt mir so gar nicht. Ja, komm hier, Lydia. Bekämpfe das da. Mach es fertig. Vor allem, weil meine Mana-Regeneration ist ja so niedrig durch das Ding. So, ich könnte ja auch einfach mal ein paar Mana-Tränke wegtrinken. Nimm dies, du finsteres Unholdvieh von Let. Verbrenne mich den ganzen Tag und wärme mich dabei. Ich glaube, das ist sogar eine gute Idee, wenn ich mal ein bisschen meine ganzen leichten Mana-Tränke hier wegtrinke. Weil das... Oh, verdammt. Ich nehme mich übers Schaden. Das gefällt mir nicht. Viel Spaß. Hä? Ach, hinter mir war auch noch eins. Wo kommt das denn her? Oh. Jetzt rennen hier irgendwelche Viecher. Wo kommen die denn? Jetzt kommen hier noch irgendwelche Viecher von woanders her. Also langsam wird es dreist. Wo war ich denn da überhaupt, wo ich das letzte Quicksave gemacht habe? Oh, nee, oder? Oh Gott. Ich habe auch ein unpraktisches Talent, Autosaves zu setzen. Ohne Witz. Warum kommt da noch so ein Drecksvieh von hinten? Lächerlichkeit. Vor allen Dingen von wo auf einmal? So, Lydia. Tanke das. Jawohl, Lydia tankt. Das sieht echt ein bisschen gut von mir. Hä? Oh. Sind die ohne Begleiter? Wüsste ich beim besten Willen nicht mehr, dass ihr spielen müsst. Jetzt mal eine volle Lebenspunkte. Von Anfang an levelt. Das ist da. Zwei Schlag und tot. Das ist das F5-Problem. Ja, ja, das F5-Problem. Ich gebe euch Deckung. Gibst du mir Deckung? Das ist schön, Lydia. Oder habe ich. Dann versuche ich es mal mit den Flames. Die ganze Zeit. Ich werde jetzt dauerhaft Feuer zaubern. Einfach auf alle Viecher, bis ich wieder warm bin. Danach kann ich vielleicht wieder anfangen zu kämpfen. So, kommt her. Skelette. Na, kommt. So, Lydia, du schaffst das. Tank das weg. Wow, Feuer frei. Immerhin kann ich jetzt meine ganzen Mana-Tränke wegtrinken. Also richtig so die 0 plus Ultra-Lösung zum Aufwärmen ist das aber auch nicht, ne? Ist, da würde ich eigentlich lieber mal einen Feuerbaum mit meinen ganzen Büchern, die ich hier so finde. Vor allen Dingen habe ich so das Gefühl, ich mache gar keinen Schaden, außer dass ich meine Zerstörung verbessere. Das macht überhaupt keinen Schaden. Der einzige Schaden, den ich gemacht wird, ist der von mir. Ich mache keinen. Ja. Dum, 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 dum.
Siehst du, Exposure ist immer noch auf 63, also das bringt's nicht. Also, 4 zu zaubern bringt auf jeden Fall keine Wärme. Hm. Ja, vorhin ist meine Exposure doch runtergegangen, oder war es, weil ich dann neben irgendwelchen Kerzen stand? So, schön, alle tot. Richtig. So, mit O. Soll ich denn eigentlich, muss ich da springen? Ach, großes Elend. Die Tür ist wahrscheinlich zu. Ist hier noch. Ach, guck mal, hier ist eine Feuerstelle. Das ist ja interessant. Die kann mich sicherlich aufwärmen, oder? So ein komisches Feuerdings da, wo ist das? Das müsste ja eigentlich in der Lage sein, mir ein bisschen Wärme zu bieten, oder? Ich meine, das ist immer glühende Kohlen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da eine Mordswärme bei rumkommt bei so einem Ding. Wo sich natürlich immer noch die Frage stellt, wo kommt das Feuer hier eigentlich her? Oh, wie langsam ich bin. Ah, ekelhaft. Es bringt nichts, dass du die zig kleinen Tränke reinhaust. Das einzige sind Hots. Heal over time. Warte, kann ich jetzt auch Feuerbälle werfen? Warte mal, das kann ich doch auch. Und ich habe doch hier ganz tolle Magie für sowas. Nee, habe ich nicht. Nee, ich kann nicht. So, warte, bringt das hier was? Ich kann ja direkt draufstehen. Vielleicht bringt das ja mehr Wärme. Nö. Naja, Lydia schafft das schon. Ich suche in der Zwischenzeit noch mehr alte Bücher, die ich lernen kann. Aber anscheinend finden wir hier nur Fleisch. Und verweste Leichen mit ordentlich Gold drin. Gold! Und ein, was haben wir hier schon? Ein goldener Smaragdring. Mensch. Also zumindest für die Portokasse ist schon mal gesorgt. Die Reise hat sich gelohnt, quasi. Ah, trotzdem. Alles nicht so feierlich hier. Ich hätte schon gern, dass man irgendwann wieder warm ist. Und offensichtlich bringen da nur vom Mod zertifizierte Feuer etwas. Das ist mich ja und... Nee, verdammt. Quatsch, das ist, nein, Exit. Ich möchte nicht. Danke. Exposure minus 73. Oder hat das... Oder... Hat das vorhin wirklich was gebracht, dass ich auf den Boden gezaubert habe? Vielleicht, weil ich im Feuer drin stand. Hm. Auch nicht. Hm. Vorhin habe ich mich ja aufgewärmt. Um ein bisschen. Die Kohleschalen gelten, glaube ich, nicht als Wärmequellen. Ja, aber gerade diese Kohleschalen müssten eigentlich eine super tolle Wärmequelle sein, weil ich meine, das ist... Die müssten richtig dolle warm sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass man so einer Kohleschale, da kann man sicherlich ordentlich die Bude mitheizen. Also, diese glimmende Kohle, das ist... Ich kann mir das super vorstellen, vom Wärmewert her, meine ich. Ach, guck mal, Lydia hat es beinahe geschafft. Ach, Lydia ist nicht in der Lage, das zu finishen. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Aber man rennt jetzt Lydia vor, das ist ja auch schon mal gut. So, F5 nicht vergessen. Ja, noch drei Bücher. Ich glaube, ich werde gleich überladen an Büchern. Ne? Ah, ne, ich habe ja meine ganzen Tränke weggeballert. Ach, Kohleschalen gelten nicht als Wärmequelle. Wie? Lydia, sag mal... Ja, das ist... Na komm, schlag zu. Aua. Also ich habe in dem Moment ein Problem, in dem das Vieh hier auf die tolle Idee kommt. Na guck mal, jetzt hat es gerade keinen Schaden gemacht. Das macht nicht immer Schaden, wenn ich gehauen werde. Also irgendwie. Ha. Na komm. Hm. Ganz tolle komisch, ganz ehrlich, dass das mit diesen... Ich verstehe das nicht. Mit dem Blocken. Manchmal klappt es und manchmal nicht. Also, hauen wir das hier mal um. Also, wir können ja mal, ich kann ja mal wieder beweisen, dass ich durchaus in der Lage bin, einen Gegner auch selber zu töten. Sowas kann ich ja. Mit Hit and Run. Auch wenn ich mal Doppelschläge mache. Aua. Okay, ich glaube, jetzt ist Lydia wieder da. Nimm dies, du finsterer Unhold, der sich nicht an mich ranrennen kann. Was total praktisch ist. Die von Silberwaffen mehr Schaden nehmen würden? Moment, das muss ich auch... Ach nee, warte, ich glaube, eine Silberwaffe hat nicht genug Reichweite dafür. Vor allem hast du die Bücher unten nicht mitgenommen. Habe ich nicht? Habe ich wohl. Ich habe die Bücher unten mitgenommen. Bin mir da ganz tolle sicher. Ich habe das gemacht. Guck jetzt bloß nicht nach, weil es nicht so doof ist. Ich glaube, mit Schild kannst du... Was mit Schild 30 kannst du den Skills backen. Aha. Das hoffe ich mal, dass ich das kann, weil sonst... Also wenn ich nicht langsam mal anfangen kann, wirklich richtig Schläge zu blocken, hat das ganze Kämpfen nicht viel Sinn. Weil wenn ich zumindest gegnerische Schläge 100% wegblocken kann, dann habe ich in Kämpfen wirklich mal realistische Chancen, tatsächlich mal Gegner zu besiegen. Weil bis jetzt läuft es ja immer darauf hinaus, dass egal wie ich blocke, ich trotzdem Schaden nehme. In dem Moment, in dem das da passiert, sterbe ich halt. Das ist nicht so toll. So, wie viele Bücher habe ich denn jetzt eigentlich dabei? Das reicht, glaube ich, noch nicht, aber bald müsste es reichen. Ich habe... Scheiße, ich habe die unten wirklich nicht mitgenommen. Nein! Vorsichtig. Menschen haben recht. Quick save.
und dann hoffen wir mal, dass ich die Bücher anzünden kann, dass mir eine ganz tolle warm wird. Weil jetzt ist mein Exposure immer noch bei 73. Ich bin drinne. Hier drin stehen dicke Kohlenschalen, die unglaublich warm wahrscheinlich sind, die die ganze Bude aufheizen. Aber nein, das zählt natürlich nicht als Wärmequelle. Das zählt natürlich nicht als Wärmequelle. Nee. Mir ist hier immer noch kalt. Ich bin zu Tode erfroren, bin ich. Ich wette, wenn ich jetzt eine Stunde warten würde, wäre mir noch kälter danach. Ich habe vor allen Dingen schon einen dicken Wintermantel an. Wo will ich gerade so rausschauen? Ja, gut, Kälte ist schon doof, sag ich mal so. Das will man ja auch nicht haben, sowas. So, Truhe, sind da vielleicht noch mehr Bücher drin? Nee, leider nicht. Keine Bücher. So, das Skelett da oben müsste ja jetzt eigentlich tot sein, was da vorhin rumgenervt hat. Oh, fuck. Ich bin noch schön in die Falle reingerannt, die ich vorhin noch aktiviert habe, mit voller Absicht. Oh, ist das Skelett. Ach, das ist das Skelett, was Lydia vorhin nicht gefinisht hat. Wie, jetzt auf einmal kann sie es? Warum? Ja, typisch Lydia. Erst Gegner mit Fernkampfwaffen nicht töten wollen, aber Speck lieber Schild. Kann ich das jetzt? Oh. Das ist. Gut, das erklärt einiges. Ach, das sind kein Block, ich so schlecht. Ja, erfordert 30. Ich hab Blocken 30. Du hast ja mächtigen Gegenangriff. The time to wait time and blocking increase to. Achso, ich kann wait time. After second blocking immediately. Das ist. Aha. Also, ich kann das ja alles leveln, ne? Das ist so. Mächtiger Gegenangriff? Ach komm, machen wir das. So. Jetzt ist Blocken maximal gelevelt. Besser kann ich gar nicht mehr blocken. Hust. F5, ja, ich denke ja schon an für F5. Keine Angst. So, jetzt müsste ich eigentlich quasi ein Genie im Blocken sein, sobald ich mal wieder ein bisschen aufgetaucht bin, sodass ich mal wieder ordentlich blocken kann. Das wäre ein großes Plus. Endlich richtig blocken können. Nicht nur so ein bisschen Kerzen. Ich brauche noch mehr Bücher. Ach, guck mal. Das muss doch eigentlich helfen, so ein Feuer hier. Jetzt hier aber. So, jetzt. 65. You are very cold. Ist ja schön. Na bitte. Da haben wir das Feuer. Hurray. Ah, prächtig. Das hätte ich vorhin mal sehen müssen. Hätte ich mir jetzt gar nicht die Mühe mehr gemacht, die Bücher einzusammeln. You're beginning to warming up. Das ist ja schön. Exposure minus 49. Dann müssen wir jetzt mal kurz warten, bis ich mich an dem Feuer komplett aufgewärmt habe. Weil das endlich mal ohne Kälte rumzurennen, wäre echt mal ein Plus. Dann könnte ich um... Was, 41? Ja, das hängt nicht mehr ganz so viel. An die Tür rennt er wieder vorbei. Mache ich doch gleich alles. Aber erstmal möchte ich hier Feuer und so. Na, das wäre mir echt mal wirklich lieb, wenn ich mal ein bisschen langsam auftauen würde. Mal hier noch eine verweste Leiche. Muss man die Leichen wirklich mit so viel Mühe noch aus dem... Oh, Battle of Red Mountain. Na bitte. Blocken verbessert auf 31. Ja. Mensch. Ach. Hä, habe ich nicht vorhin Dietrich gefunden in der Truhe? Ach, die habe ich wahrscheinlich diesmal nicht mitgenommen. Schlüssel erforderlich. Ach. Knarf. Da unten. Ja, dann, ich muss mal kurz zurück nochmal zu der Truhe, wo die Dietrich hier drin waren. Exposure ist immer schon 25. Das ist ja eigentlich schon fast schon okay. Wenn die Reise das hier nicht so kalt gewesen wäre. Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt endlich mal was gefunden, was gut ist. Ah, was mich erwärmt. Stimmt, ich bin ja vorhin, glaube ich, wirklich zu schnell durchgerannt. Hier waren irgendwo Dietrich hier. 3 Stück. Zumindest waren davon viel komfortabel. Ach, jetzt auf einmal wärme ich mich hier so auf, oder was? Weil ich einmal kurz am Feuer stand, oder wie? Nee. Das war doch vorhin die Truhe, wo die 3 Dietrich hier drin waren. Ach, die Dietrich waren wieder in so einem Zufallsdingsbums und deswegen... Mann. Ja, ich glaube, als nächstes reite ich nach Einsamkeit, weil das war hier relativ in der Nähe und decke mich erstmal ein, verkaufe den ganzen Plunder, den ich habe und hole mir erstmal Dietriche vor allen Dingen, in Mass. Man weiß ja nie, wann ich das nächste Mal wieder in die Gelegenheit komme, Dietriche mir zu holen. So, und jetzt 17. Ja, einen positiven Wert hätte ich ja schon. Oh, noch einen großen Heiltrank. Eine 4er Potion noch, das ist auf jeden Fall noch okay. Aber gut, die Novizentruhe werde ich dann wahrscheinlich eher nicht aufkriegen und dann muss ich jetzt noch darüber springen, den Schalter anklicken. Ach ja, da zieht sich hier mit dem Miria-Tempel. Ich habe ja irgendwie auch gedacht, dass ich das ein bisschen schneller schaffe. Wo geht das eigentlich? Was ist eigentlich mit der Tür da unten? Ist da auch noch was hinter? Ich dachte, das wäre die Tür, die durchs. Ah. Verstehe. Und nu? Ach, jetzt zieht die Tür offen, ist ja schön. Dann muss ich doch nochmal runter zu der Tür. Nein, rechts ist die Tür. Rechts? Wo ist denn hier rechts eine Tür? Muss ich aber darüber springen? Schon wieder selbstmörderisch? Hui! Nee, hier ist keine Tür. Das wüsste ich. Nein! Aua. Welche Tür meinst du denn jetzt hier? Na komm, weil hier führt nämlich mein Quest hier lang. Welche
die Tür denn, verdammte Hacke? Hier waren auch gar keine Türen mehr. Das ist. Ich kann ja mal eine Außenperspektive durch die Gegend laufen. Vielleicht sehe ich da mehr Türen. Irgendwie buddig der Typ nicht wirkt, ne? Aber trotzdem, absolut kein Erfolg in Kämpfen. Kriegt immer auf den Kopf von allen Gegnern. So, rechts ist die Tür. Rechts. Ach, diese Tür! Mensch, ja. Nee, die kann ich. Achso, doch, diese Tür. Ja, die kann ich. Ich sollte bloß nicht in die Falle rennen. Ah, diese Tür, Mensch. Ja, doch, ich erinnere mich, da war was. Ach, guck, hier sind noch meine Dietriche hier drin. Mensch. Ah, die komische Strongbox ist immer noch lernen. Das sind noch mehr ruinierte Bücher. Und ich trage es, wegen kann ich mehr rennen, das ist ja klasse. Ja, hier. Ich habe geschworen, eure Last ja, zu tragen. Lydia, weißt du, du bist ja sicherlich interessiert an Literatur. Ich habe da durch Zufall mal ein bisschen was. Jetzt sind wir wieder genau da, wo ich vor... Ich weiß nicht, 10 Minuten war, bevor ich doof gestorben bin. Ich folge. So, jetzt rennst du da nochmal gleich lang. Die Tür ist in dem Forum, wo die Falle war. Ah, ja, jetzt habe ich sie auch gefunden. Da war es so dunkel. Ich könnte ein Nickerchen vertragen. So lange renne ich hier schon rum. Hier ist auch nichts, was aussieht wie ein Bett. Verdammt. Deine Kehle fühlt sich ein bisschen trocken an. Haben wir noch Äpfel, die ich essen können? Also, oh, ich muss auf jeden Fall, also, wenn ich hier fertig bin... Ich habe immer noch ein wenig Durst, bin satt. Ach, abgekochtes Wasser. Also, wenn ich hier durch bin, muss ich definitiv nach Einsamkeit und Vorräte aufstocken. Nahrung kaufen und, und. Das geht hier echt gerade richtig doll dem Ende zu. Und das ist. Also, noch eine Höhle schaffe ich definitiv nicht mehr mit meinen Vorräten, die ich jetzt noch mit mir rumschleppe. Das, Exposure immer noch minus 1. Mann, dieser Typ hier. F5. Ja, ich mache ja schon.